Willkommen zu meinem neuen kurzen Let's Play von Spelunky. Diesmal mit jedoch einer kleinen neuen Idee von mir. Und zwar habe ich hier eine junge Frau bei mir, die das Ganze für uns kommentieren wird. Sie hat das Spiel bisher noch nicht gespielt, wodurch das Ganze bestimmt ziemlich lustig werden wird. Ja, und ich fange einfach mal an. Sie erklärt euch also gleich, wie das Spiel funktioniert und was ich hier überhaupt mache. Viel Spaß. So, wir gehen rein. Sind jetzt in einem 2D. Okay, hüpfen. Der hat bestimmt eine Spitzhacke oder so, sonst würde er immer runterfallen. Eine Peitsche hat er auch, okay. Das ist ein roter glänzender Ball. Nein, es wird eine Bombe sein. Ah, den Weg frei sprengen quasi. Das sind komische, pixelige Bilder. Feinde gibt es da auch. Das Blut ist immer animiert. Und tierfreundlich ist es auch nicht. Es gibt komische... Wofür sind die komischen grauen Kästen da? Die kann man wohl nicht kaputt machen. Du wirfst mit Steinen und sammelst Goldbarren ein. An sich ist wohl das Ziel, durch ein Labyrinth zu laufen und dabei möglichst viele Feinde kaputt zu machen und Gold einzusammeln. Und da ist der Ausgang. Dann wird hier abgerechnet, wie viel man geschafft hat und wie viel man verdient hat. Und es geht weiter, oder? Ja, es geht weiter, aber es lädt nur gerade, weil Fraps im Hintergrund arbeitet. Also. Ah, es ist dunkel. Man sieht nur einen bestimmten Kreis. Jetzt sprengt er sich fast selber in die Luft. Läuft mit der Fackel rum und hat's kaputt gemacht. Oder war das beabsichtigt? Ja, war beabsichtigt. Also, wahrscheinlich will er das Spinnennetz kaputt machen. Oder auch nicht. Jetzt hat er kein Feuer mehr. Nein. Aber ein Problem. Feuer sollte er mitnehmen, sonst sieht er nichts. Er hüpft rum wie ein hyperaktives Frettchen. Macht seine Gegner kaputt, sammelt wieder sein Feuer ein. Das ist wie ein bisschen so wie so ein Eichhörnchen, das immer seine Nuss trägt. Voll süß. Bin ich süß. Okay, jetzt geht's abwärts und er sucht halt den Ausgang. Nein, was jetzt nicht besonders klug war. jetzt muss er halt im Dunkeln weiterlaufen, oder? Ja, schön. Oh, da ist eine Maid in... die gerettet werden will. Rettest? Ah ja, die nimmst du Huckepack. Nee, vorne einfach. Okay. Wie du das schaffst. Einfach wegwerfen. Wie ein Gebrauchsgegenstand. Nee, schon klar. Und Ausgang gefunden. Ach, aber man geht doch, man geht auch selber durch. Ja, jetzt kriegt man ein Küsschen. Oh. Das sind übrigens Lebenspunkte. My Hero. Okay. Und die Frau wird als Loot aufgezählt. Dankeschön. Jetzt hat er wohl einen Schatz gestohlen und das ganze Gebäude kracht. Ach nee. Oh, das ist ja praktisch. Sehr praktisch. Also man merkt... Game over. Dass ich tot bin. Ja. Na gut, das war jetzt erst mein erster Test. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Tschüss. Und wir sehen uns später. Bye, bye.